Hallo, hier ist wieder euer Mr. Kunze. Mann, ich bin aufgeregt. Morgen geht's nach Amerika. Und der Koffer muss gepackt werden. Yeah! Ich habe mir angewohnt, eine Checkliste zu erstellen. Und zwar eine Checkliste, auf der ich alle Punkte notiert habe, die wichtig sind, um zu packen. Und diese Checkliste gibt es natürlich wie immer auf www.wissenismehr.de. Für euch zum Download. Gratis. So, was ist wichtig, wenn man nach Amerika fliegt? Checkt das erstes Mal beim Auswärtigen Amt die Bedingungen. Welche Einreisebedingungen herrschen, was erlaubt ist mitzunehmen, welche Reisewarnungen entstehen oder da sind und so weiter und so fort. Für Amerika brauche ich in der Regel vier Sachen: Passport, meinen Reisepass, der gültig sein muss und teilweise auch noch länger gültig ist. Hübsches Foto, ja, man darf nicht lachen auf diesen Bildern. Und zwar sollte der auch biometrisch sein, elektronisch lesbar, sieht man an dem Kennzeichen. Reisepass checken, ist der noch gültig? Wenn er nicht gültig ist, rechtzeitig beantragen, dauert bis zu 4 Wochen, ansonsten kostet er richtig viel Geld. Für Amerika gibt es kein Leben ohne Visakarte. Meine Visakarte von Barclay, günstig, preiswert und kompetent. So, ich nehme noch eine zweite Kreditkarte mit, zur Sicherheit, wenn die eine kaputt geht. Dann brauche ich für Amerika ESTA. ESTA ist so eine Art Einreisegenehmigung. In manchen Ländern braucht man ein Visum, hier brauche ich eine ESTA. ESTA macht man im Internet und kann man beantragen, kostet 14 Dollar und man braucht zur Beantragung eine Visakarte. Ganz wichtig, hier muss man die Passnummer eingeben, erfassen und die Passnummer kann bei neuen Pässen alphanumerisch sein. Ihr müsst aufpassen, ob in der Passnummer eine 0 oder eine O drin ist. Denn ESTA prüft grundsätzlich erstmal keine Passnummern. Aber dann der Flughafen, wenn der Pass durchgezippt wird, prüft ab, ob die Nummer vom Pass zur ESTA stimmt. Wenn sie nicht stimmt, stehe ich am Flughafen und darf nicht nach Amerika einreisen. Also ESTA rechtzeitig machen. Link gibt es auf der Internetseite bei mir, wo es hingeht. Vorsicht, es sind viele Anbieter im Umkreis da, die statt 14 Dollar 50 Dollar verlangen. Also aufpassen, mit welchem Link man es macht. Also Amerika, Reisepass gültig, ESTA gültig, Kreditkarte. Und Airline-Ticket. Airline-Ticket mit Buchungscode, checken, Sitze auswählen und meistens kann man 24 Stunden im Vorfeld online einchecken, sich die Boarding-Pässe gleich ausdrucken, ist eine tolle Geschichte, sollte man mit dabei haben. Was ist noch wichtig? Notizbücher ein. Im Notizbüchlein immer, ja, vermerke ich mir immer wichtige Daten, Hoteladressen, Botschaften, Flugnummern, Kreditkartennummern und so weiter und so fort, dass ich Zugriff habe, im Zweifelsfall, wenn ich diese Unterlagen hier verlieren sollte, nochmal wichtige Notizen zu haben. Kopie vom Pass, Kopie von der ESTA, einmal für zu Hause, einmal fürs separate Gepäck. Dann zwei Geldbeutel. Einen Geldbeutel hier mit meinen Unterlagen um den Bauch rum, kann sehr schlecht gestohlen werden. Und zweiter Geldbeutel mit nur wenig Geld als Lockmanöver für Diebe. In die Hosentasche. So, Handgepäck packen. Handgepäck packen, checkt die Sicherheitsbestimmungen der Behörden. Momentan ist es ja so, Flüssigkeiten müssen ins Beutelchen, sichtbares Beutelchen, wieder verschließbares Beutelchen und dort müssen Cremes, Flüssigkeiten rein und maximal 100 Milliliter darf sozusagen eine Creme haben da drin und wenn da 150 Milliliter draufsteht und nur noch die Hälfte ist drin, dann zählen trotzdem 100 Milliliter als Grenze. Also genau prüfen, was ich mitnehmen darf an Flüssigkeiten. Ich nehme gar keine mit, denn ich trinke vor dem Sicherheitscheck mein kleines Säckchen und mein kleines Weinchen aus, bin viel relaxter und gehe da durch. Aber ansonsten Flüssigkeiten separat und online checken, was ich ins Handgepäck tun darf. Natürlich auch kein Messer und sonstige Sachen ins Handgepäck tun, sonst sind sie weg. Und der Beamte, der da dort steht, ist sehr, sehr böse oft, wenn man falsche Sachen da drin hat. Ja? Und wenn ich die Sachen nicht vorzeige, dann kann es schon mal passieren, dass er seinen Handschuh anzieht. Und was dann passiert, will ich die nicht wissen. So, ins Handgepäck noch rein, gemäß Reisecheckliste, der Reiseführer, der Kugelschreiber nicht schmieren für die Einreisegenehmigungen, ein paar Tempotaschentücher, meine Digicam mit entsprechenden Akkus, Umrechnungskurse, wichtige Hinweise, Oropax, wenn der Nachbar neben mir schnarcht im Flieger, grausam ist es. Oropax rein, zwei Flaschen Wein getrunken und die Reise ist gut. Ja? Und vielleicht so eine kleine Notfallausstattung, wenn der große Koffer weg ist.
im Endeffekt, dass ich also ein bisschen ein Notfallgepäck habe und auf das zugreifen kann. So, jetzt habe ich schon mal das Allerwichtigste. Und jetzt muss ich mein großes Gepäck packen. Und das packe ich in der Regel so, dass ich nicht Probleme gerade kriege mit den Airlines. Die meisten Airlines haben Freigrenzen zwischen 20 und 23 Kilo. Wenn man mehr Gepäck hat, dann zahlt man in der Regel einen Haufen Geld dafür. Mir ist passiert, in einem Inlandsflug in Amerika, Delta Airline, habe ich genommen, $90 hat das Flugticket gekostet und $100 habe ich gezahlt fürs Übergepäck. Nicht gut. Also 23 Kilo, beziehungsweise abchecken bei der Airline, was erlaubt ist. Einen Koffer nehmen, der möglichst leicht ist und zu Hause richtig organisiert durchpacken. Sich auf eine Waage stellen, auf die Bodenwaage zum Beispiel, auf die Personenwaage, selbst mit draufstellen, dann mit Koffer die Differenz ausrechnen, dann weiß man ungefähr, was das Ding hat. Mein Tipp, tut in den großen Koffer gleich mal ein kleines Säckchen rein, wenn es kritisch ist an der Grenze, dass ihr schnell beim Check-in rausnehmen könnt. Keine Flüssigkeiten, keine Waffen und keine spitzen Gegenstände, ja, also keine High Heels. Und ab damit ins Handgepäck, denn das Handgepäckstück kann ich auf maximale Größe, das zulässig ist, muss ich natürlich auch prüfen, mitnehmen in die Kabine. Und manchmal sind die Dinger richtig schwer. So, eingecheckt, abgecheckt, durch die Sicherheitskontrolle, Koffer abgegeben, den Kofferlabel-Sensor draufkleben und los geht's. Bargeld fürs Land, Vorsicht. Je mehr Bargeld, umso größer die Gefahr, dass man bestohlen wird. In Amerika brauche ich so gut wie kein Bargeld, da reicht die Kreditkarte und ein paar Dollars gleich mal ziehen, wenn man ankommt. In der Regel gibt es die Währung dort günstiger. Ja, mehr Informationen gibt es wie immer auf wissenistmehr.de. Checkt meine weiteren Videos, besucht meinen YouTube-Kanal, abonniert meine Videos und Daumen nach oben. In diesem Sinn, have fun, gute Reise, take off now, please prepare for take off, goodbye, euer Mr. Kunze. Ja, und jetzt habe ich fast schon gepackt und das nächste Video, das ich euch präsentiere, das wird live aus New York kommen. Und seid gespannt, was Mr. Kunze in New York alles erlebt. Also, anschauen, dranbleiben an meinen Kanälen und genießen. Bis dahin, goodbye, check out, goodbye Germany, euer Mr. Kunze.